Tausende Kunden stürmten am Mittwoch den neu eröffneten Megabaumax in der Karolingerstraße. Umfangreiche Verkehrsbehinderungen und Parkplatzprobleme waren die Folge. Die Parkwächter hatten alle Hände voll zu tun. Ja, gewaltig, gewaltig, es ist ein Chaos. Haben wir 8 schon zu, da ist jetzt auch gleich wieder mal zu, vielleicht nur 10 Autos, dann sind wir da auch wieder dicht. Und dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich hinschicke, weil Hangar 8 ist auch zu. Wann waren die ersten Autos schon hier? Ja, so um 10 nach 6 war der Parkplatz da schon voll. Da haben die Leute schon gewartet vor dem Haupteingang, dass sie ja einig können. Es stellt sich nun die Frage, wie die Verkehrssituation zukünftig ausschauen wird. Vor allem, wenn man an die Festspielzeiten oder starke Einkaufssamstage denkt. Muss man sich hier Sorgen machen? Eröffnung ist etwas total Abnormales. Am Eröffnungstag hat man 5-, 6-, 7-fache Frequenz eines normalen Tages. Und es ist die Verkehrsbelastung vorher errechnet, geprüft worden. Hier gibt es zukünftig sicher keine Probleme. Also der Standort ist sehr günstig, die Innsbrucker Bundesstraße, die Karolingerstraße. Das ist am ersten Tag fast immer so, wenn wer groß eröffnet, dass jeder dabei sein will, die schönsten Pflanzen mit nach Hause nimmt oder vielleicht das eine oder andere Sonderangebot. Also das wird sich schon einpendeln, hoffe ich. Das hier, glaube ich, wird schon funktionieren und ansonsten ist die Politik dazu da, Verbesserungen zu finden. Aber es pendelt sich ein. Überall ist in den ersten Tagen natürlich der große Run. Einige Kunden sind bei der Verkehrsproblematik allerdings anderer Meinung. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn so eine Eröffnung da ist und die Anbindung da natürlich Innsbrucker Bundesstraßen, Karolinger Straßen ist sowieso ein bisschen blöd. Nicht? Weil dadurch, dass da eine Spedition hinten ist und sehr viele Laster reinfahren, ist das natürlich immer ein Problem. Vor allem um zu parken, also um es zu erreichen mit dem Auto oder mit dem Radl, finde ich es nicht so gut. Es war besser, wenn es abgelegener wäre, wo halt dann ein Parkplatz ist, ein großer. Sieht man ja, was ist mit dem Verkehr, was da los ist. Ja gut, ich bin mit dem Radl unterwegs, ich parke überall, passt. Und für die Autos, na gut, heute ist die Eröffnung, aber sonst wird es schon passen, denke ich. Also ich finde den Standort super, weil wir kommen aus Deutschland, da brauchst du nicht so weit reinfahren auf Salzburg. Ist für uns gut, für Salzburg vielleicht nicht so gut. Trotz des stockenden Verkehrs zeigten sich die Verantwortlichen mit dem Eröffnungstag mehr als zufrieden. Bitte, schauen Sie einmal rundherum, es ist prächtig, wir haben ein leichtes Verkehrsproblem oder ein kräftigeres Verkehrsproblem, aber das sei uns zugestanden am Eröffnungstag, der Markt ist proppenvoll, es gibt keine Parkplätze mehr und wir sind momentan sehr zufrieden. Wie viele Kunden rechnen Sie heute ungefähr? Ich gehe davon aus, es werden zwischen 10.000 und 15.000 kommen, wie es jetzt aussieht, eher an die 15.000.